spüren es. Irgendwas stimmt nicht mehr. Irgendwas ist hier bei uns fundamental ins Wanken geraten. Demokratieverdruss? Der Hass auf die vermeintlichen Eliten da oben? Die Arroganz gegenüber denen da unten? Wie konnte es nur so weit kommen? Eigentlich geht es uns doch gut. Es gibt immer mehr Reichtum, es gibt mehr Wohlstand, aber dieser Wohlstand ist für immer weniger Gruppen da. Was wir sehen, ist eine eklatante Vermögens-, Chancen- und Einkommensschere, die immer weiter auseinandergegangen ist. Das alte Versprechen, wenn ich mich anstrenge, kann ich teilhaben an diesem Wohlstand, das gilt nicht mehr. Und irgendwann fällt der Groschen und man sagt, Moment mal, irgendwas stimmt doch da nicht. Hat der Westen sich verzockt? Das mit dem Kapitalismus läuft nicht mehr für alle gut. Auf Dauer hält das keine Demokratie aus. Wir wollten es lange nicht sehen, das Unbehagen über den Zustand unserer Gesellschaft. Jetzt aber können wir uns das nicht mehr leisten. Denn sie nutzen alles, um der Demokratie zu schaden. Die Rechten, die den Protest für sich abgreifen und mit falschen Hoffnungen füttern. Was hat uns bloß so ruiniert? Der Soziologe Oliver Nachtwey sagt, die neoliberale Politik des Westens war es selbst. Sie hat dafür gesorgt, dass der Markt übermächtig wurde und dabei ein Versprechen aufgekündigt, das unsere Gesellschaft lange zusammengehalten hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir etwa 40 Jahre lang einen kollektiven sozialen Aufstieg, gerade für Menschen aus der alten Arbeiterschicht. Die konnten in die untere Mittelschicht oder sogar in die mittlere Mittelschicht aufsteigen. Und für diese Leute, die diesen sozialen Aufstieg geschafft haben, da geht es nicht mehr weiter nach oben, sondern mittlerweile tendenziell nach unten. Die Abstiegsgesellschaft, so heißt sein Buch. Eine brillant erzählte und empirisch fundierte Analyse. Nachtwey vergleicht darin unsere Gesellschaft mit einer Rolltreppe. Früher, in Zeiten der sozialen Marktwirtschaft, fuhren darauf noch alle, arm wie reich, gemeinsam nach oben. Wer hart arbeitete, konnte aufsteigen, sich zum Beispiel ein Haus leisten. Heute allerdings fährt die Rolltreppe für immer mehr Menschen nach unten. Jobs ohne Perspektive, Akademiker im Dauerpraktikum, Niedriglöhne, Leiharbeit. Ein Leben ohne Sicherheit. Für viele Menschen ist diese nach unten fahrende Rolltreppe ein permanenter Zustand. Das macht nervös, das erschöpft und das erzeugt auch Ängste. Und vielleicht auch Wut. Denn niemand will absteigen. Deshalb laufen viele gegen die Fahrtrichtung an, um ihren Status zu erhalten. Andere kapitulieren. Wir leben in einer neuen Klassengesellschaft, sagt Oliver Nachtwey. Aber wir haben es noch nicht gemerkt. Die Angst, bald zu den Verlierern zu gehören, sei trotzdem weit verbreitet. Das kann nicht lange gut gehen. Glaubt auch Sandra Navidi, die aus der Welt der Superreichen berichtet, den Mogulen der Wall Street, mit denen sie gut vernetzt ist. Das ist jetzt keine Verschwörung, man darf das nicht überbewerten, aber diese Superreichen haben sogenannte Family Offices, das sind ihre eigenen Investmentbüros, weil sie sind zu reich, als dass eine Bank das managen würde, das Geld. Ihr Vermögen ist so groß, dass selbst Banken es nicht mehr verwalten. Aber sogar unter den Superreichen glauben einige, dass der Turbokapitalismus die Demokratie zerstöre, sagt Sandra Navidi, die als Insider-Kritikerin ein Buch über die Finanzmilliardäre, die Superhubs, geschrieben hat. Sie sagt, auch die Superreichen hätten Angst vor großen sozialen Unruhen. Es gibt schon einige, die davor warnen, dass die Mistgabeln bald kommen, weil es ist ja auch so, sie sind sich dieser Gefahr bewusst und wenn sie große Vermögen anzulegen haben, dann kann man die natürlich auch, zumindest einen Teil davon, schon mal in ein Waldgrundstück in Kanada investieren oder in eine Farm in Neuseeland mit Landebahn, also sozusagen als Ausweichplatz. Fluchtszenarien für den Ernstfall. Wenn aber selbst die Gewinner der Ungerechtigkeit sehen, dass es so nicht mehr weitergeht, warum ändern sie es nicht? Navidi sagt, der Fehler liegt im System. Sie arbeiten mit dem, was sie haben, mit den Regelungen des Systems. Und im Grunde genommen muss man die zugrunde liegenden Regelungen ändern. Die Finanzkrise hätte einen regulativen Schock bewirken können, also dass man danach wirklich Dinge grundlegend ändert. Das ist nicht wirklich passiert. Man hat zwar hier und da Finanzregelungen etwas verschärft, aber man hat die großen Banken sind jetzt noch größer als vorher. Und insofern gerät das System immer weiter in Schieflage. Und ein System, was zu sehr in Schieflage gerät, können Sie dann nachher nicht mehr korrigieren. Und wenn Sie es zu weit laufen lassen, dann zerstört sich ein System selbst. Der Kapitalismus. Er hat dem Westen lange Wohlstand, Demokratie und Freiheit gebracht.
gesellschaftlichen Fortschritt, paradoxerweise aber auch weniger Gleichheit. Seit die Politik den Märkten mehr und mehr das Sagen überlassen hat, gerät unsere Gesellschaft in eine gefährliche Schieflage. Was fehlt, sind neue, positive Gesellschaftsentwürfe. Warum aber ist die soziale Frage in der politischen Debatte derzeit nahezu tabu? Warum haben selbst Sozialdemokraten und Linke kaum mehr Ideen für eine gerechtere Gesellschaft? Weil auch sie nicht zu den Verlierern gehören wollen, sagt Nachtwey. Personen, die in der Mittelklasse angekommen sind, die lange genug in den politischen Eliten sind, die bewundern die Reichen und verachten häufig die Armen. Und dann orientiert man sich deutlich eher an den Gruppen, die man bewundert, mit denen man eher die Gemeinsamkeiten sieht. Wirtschaftlich ging es uns nie besser. Und gleichzeitig steht gerade alles auf der Kippe. Unsere liberalen Werte, eine friedliche Zukunft. Es wird Zeit zu begreifen, was auf dem Spiel steht. Wir leben in einer Zeitenwende, wo die demokratischen Grundlagen und die sozialen Grundlagen in Frage gestellt werden. Und wenn die bürgerliche Mitte und die Linken nicht anfangen, dann neu darüber nachzudenken, dann wird man in Europa bzw. in der ganzen westlichen Welt eine rechtspopulistische Welle sehen, die die Demokratie in einer ganz anderen Art und Weise angreifen wird. Es geht jetzt nicht nur um die Verteidigung der Bürgerrechte, sondern wir können die Demokratie nur dadurch erneuern, indem wir einen neuen sozialen Kompromiss finden.